Herzlich willkommen zurück bei Skyhaven. Wir bauen unseren kleinen Flughafen und beim letzten Mal habe ich zumindest die 10 Stansets hier ausgeworfen und ja, bin auch schon auf die Abrechnung gespannt, insgesamt die Tagesbilanz. Tja, und jetzt bin ich gerade dabei, deswegen ist hier alles nicht connected, weil wir jetzt weg von Fracht wollen oder weg von nur Fracht wollen, hin zu Passagieren, bin ich gerade dabei, die ersten Passagier-Services zu erforschen, wobei wir hier auch noch einen Vorfeld-Service gerade haben. Aber ich möchte den Platz ganz gerne ausnutzen. Und zwar gut und voll. Und ja, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich verschiebe es einfach. Ah, oder lassen wir es erst nochmal so, wie es ist. Ich dachte gerade, ich verschiebe es mal, aber ich könnte ja theoretisch auch hier vorne dafür sorgen, dass wir hier eher so einen Terminalbereich hinbauen für Passagiere mit einer neuen Start- und Landebahn. Also einen nur für Fracht und einen nur für Passagiere. Tja, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich glaube, wir erforschen uns erstmal und bauen dann um. Ja, wir sehen auch hier gerade nochmal ganz kurz in der Graspiste. Wir können auch umschalten zwischen nur Ankunft und nur Abflug oder beides. Ja, also. Und wir können auch festlegen, wer hier landen darf. Sollte passen. Also, schieben wir einmal nach vorne in den neuen Tag hinein. 1921, willkommen. Jetzt sehen wir unseren Tagesbericht. Ja, haben wir das erste Mal Plus erreicht. Ja, also durch Handling von Flugzeugen 29.000 eingenommen. Ich glaube, gestern, der Tag vorher, waren es um die 26.000. Ja, also ist ein bisschen mehr geworden. Und ja, Ausgaben, Personal vor allem, haben sich gesteigert, weil ich ja den einen oder anderen Mitarbeiter im Büro eingestellt habe, der hier fleißig am Forschen ist. So, jetzt kommt wieder unsere Postlieferung. Ach, schauen wir nochmal rein, Frachtverwaltung. Vielleicht können wir den Vertrag auch irgendwie mal anpassen. Vielleicht können wir den auch kündigen. So, und einen neuen Vertrag unterzeichnen. Also das funktioniert offensichtlich alles noch, ohne dass wir irgendeiner Form von Strafe entgegenblicken müssten. Ja, ist nicht schlimm. Kann auch erstmal abarbeiten und dann machen wir das wieder, wenn es dann soweit ist. Lassen wir also schnell vorlaufen. So, und da kommen die ersten Flüge und wollen direkt loslegen. Zack. Und 5 Fracht da. So, jetzt kommt hier einer nach dem anderen rein. Und wir haben zum Glück genügend LKWs, die mittlerweile dabei sind, die Fracht gut und ordentlich zu verladen. Den nehmen wir noch eben, bevor wir jetzt einmal ganz kurz ein bisschen Sprit kaufen. Na, nur noch 500 Sprit in unseren Tanks. Ja, da werden wir auch irgendwann an den Punkt kommen, dass wir mehr als genug davon haben werden. 8000 Sprit könnten wir kaufen für 5700. Das machen wir. Der ist dann auch in 30 Minuten da. So, und das gefällt mir doch, der Anblick hier. Hauptsache, die Stands sind voll. Ja, der kommt ja jetzt gleich. So, zack. 8000 wieder aufgenommen. Und das ist doch das, was wir haben wollen. Ein florierender kleiner Flughafen, der noch tatsächlich nur Fracht bedient. Und die Musik, ach, ein Träumchen. Ja, an der Stelle, wenn es euch gefällt, Daumen nach oben lassen unterhalb des Videos. Kommt auch gerne auf den Discord-Server, schnackt mit mir und den anderen auf dem Server über dieses Spiel oder über alle anderen. Na, dürfte jetzt auch schon X4 Foundations mittlerweile laufen. Und ja, das ein oder andere Spielchen, was wir auch noch spielen.
So, und da haben wir die Forschung abgeschlossen. Bodenkomfort. Das heißt, wir haben jetzt das erste Terminal, was wir tatsächlich auch nutzen können. Flugmahlzeiten wäre hier jetzt das nächste. Ich weiß gar nicht, ob wir da... Doch, können wir sogar schon hin. Und das Ganze auch erforschen. Ganze Busladung voller wohlhabende Passagiere sind dringend sicher zum und vom Flug zu transportieren. Da reichen die Fähigkeiten an LKW-Fahrern nicht mehr aus. Das Personal muss entsprechend ausgebildet werden. Ja, okay, das können wir später machen. Die mobile Treppe ist schon wieder interessanter, denke ich mal. Für größere Flugzeuge, ja, okay. Die haben wir auch noch nicht. Damit die Passagiere nicht einfach abspringen wollen, können sie größere Flugzeuge noch... Ah ja, 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 wir haben ja noch keine größeren Flugzeuge, von daher ist das ja, nicht notwendig. So, beim Personal können wir natürlich nochmal reingucken, was macht der hier? Airport Personnel who helped passengers to carry their luggage and board buses faster. Das wäre zum Beispiel ganz gut, also da würden wir ein bisschen Performance Boost von 20% kriegen. Fangen wir mit dem an. Und ja, jetzt wird spannend, Leute. Jetzt wird es tatsächlich spannend, denn wir haben Hauptgebäude, aber nicht genügend Geld. Frühes Flughafengebäude, Betriebskosten 163 pro Tag. Und wir haben hier noch den Ramp Service, hölzernes Vorfeldservice-Gebäude, welches ja die Flugzeugkontrolle und Wartung durchführt. Ist natürlich ein schöner Service, den wir hier auch anbieten können und vielleicht auch zwingend anbieten wollen. Bauen wir mal daneben. Ramp Service. Gucken wir mal rein. So. So, also 4 Stück haben wir. Und wir verbinden die einfach mit allen. Und dann gucken wir mal, was passiert. Also ein zusätzlicher Service, falls denn was sein sollte. Nur für den Fall der Fälle. Ich stelle gerade fest, hier hätte man bestimmt auch den Weg ein bisschen kürzer machen können. Ja, was ist denn jetzt? Kann ich nicht mehr richtig klicken hier. Ja, da bin ich mal sehr gespannt, ob denn hier gleich einer von denen auch losfährt und irgendeine Art von Service anbietet. Ist das, nee, das ist der Tanklaster. Noch ein Tanklaster. Der Vorteil ist jetzt, dass die Tanklaster hier parallel beladen werden können, also zwei zumindest. Frachtentladung, Landegebühren, Parken, Tanken. Ich gucke jetzt hier oben immer mal, ob ich da was sehe im Sinne von, ja, hat dabei geholfen, dass hier nichts kaputt geht bei den Fliegern. Aber vielleicht kriegen wir auch kein Geld dadurch. Das könnt ihr mir sehr gerne mal in die Kommentare schreiben. Falls ihr es wisst, kriegen wir durch den Ramp Service Geld. Je ne sais pas, wie man so schön sagt. Ich weiß es nicht. So, mal wieder die kleine Mittagsflaute. Aber noch habe ich keinen gesehen, der hier aus diesem Service... ...Schuppen rausfahren würde. Der Ramp Service. Ah, so. Also, jetzt sind wir gleich dabei, dass wir genügend Geld haben, um ein Terminal bauen zu können.
Aha, und die Skycaps sind fertig. Abgeschlossen. Jetzt sieht man mal, es lohnt sich, diese Jungs hier 20 Mitarbeiter zu haben, die derzeit dabei sind, das alles zu erforschen. Was machen die? Luggage Handling, Early Day Airport Station. Okay, nochmal Performance Boost von 20. Und hier haben wir eine Winde für das Warenhaus, kommt 30% dazu. Ja, das sind ein bisschen fixer, die Jungs. Ja, die fortgeschrittene Busfahrerschulung, die wollen wir natürlich auch haben. Ach, das gibt uns neue Laster. Und Gepäcktransporter. Ja, die müssen wir gleich auch unbedingt. Vielleicht machen wir erst die. Also bei der Musik könnte ich auch tatsächlich stundenlang zuhören. Ne? Das ist unglaublich, wie ja, rhythmisch, melodisch, spannend, in Anführungszeichen, das ist gute Laune Musik. Ich erinnere mich so ein bisschen an die südamerikanischen Staaten, also der USA, sowas wie New Orleans, Jazz Carnival, ne, die guten alten Zeiten, in Anführungszeichen, war ja nicht dabei, aber so stelle ich es mir vor. Ja, und jetzt ist gleich tatsächlich die Frage, wo wir am besten und wie wir am besten unser erstes Flughafenterminal bauen. Können wir schon mal überlegen, parallel. Weil theoretisch können die auch hier landen und starten, ne, und davon losziehen. Ich hätte gesagt, dann bauen wir die irgendwo hier hin, das Terminal. Ist aber auch nicht schlimm. Und wenn wir das nochmal möglicherweise verschieben müssten, wie groß ist denn das? Falscher Ort. Da muss ich gleich mal gucken. Wie ein Bahnhof nur für Flugzeuge. Schön. Ja, lassen wir ihn erstmal weitermachen. Ich meine, das hier, ja, für $150.000 könnte man das kaufen. Und da ist der Sprit mal wieder knapp. Also kaufen wir ein bisschen Sprit für 5.700. Zack. Und schon haben wir nicht mehr genügend, um das Terminal auch zu kaufen. Aber noch sehen wir auch, dass gar nicht mal so viele Passagierflugzeuge kommen. Also ich muss jetzt hier relativ wenig wegdrücken. Ja, verwerfen. Also die Auslastung ist noch nicht in Gänze gegeben, zu 100%. Da. Fortgeschrittene Busjungs abgeschlossen. Okay. Pumpenbetrieb. Handpumpentreibstofflager, Holztanktreibstofflager. Das wäre natürlich auch nicht ganz verkehrt. Was kriegen wir denn hier? Verbesserter Ladedock. Fortschrittliches Luftfrachtlager. Das wäre auch nicht verkehrt. Der Vorfeld-Servicewagen. Ja, wäre auch nicht verkehrt, aber wichtig ist erstmal das hier. Kriegen wir denn dadurch mehr Geld? Belohnung. Flugmahlzeiteneinrichtung und Büsing Catering. Auch nicht verkehrt. Kommt zwar erst hier in den Jahren, aber brauchen wir ja trotzdem irgendwann. Productivity Boost, Tools Kit,
Technicians can handle all checkups faster with specialized tools. These tools improve the maintenance and repair of airplanes at crucial moments during flight operation. Okay, also gibt einen kleinen Speed-Bonus obendrauf. Bus-Driver-Training hätten wir hier. Gucken wir mal bei Bau. Terbelag, das wäre doch jetzt mal was. Weg von der Graspiste. Und Büroarbeiten, ja, da gucken wir mal rein. Vertragsverhandlungen, Expressluftfracht, flexible Treibstoff. Ja, achso, Flugplanung müssen wir noch erforschen. Na komm, das machen wir mal. Das war ja auch unsere Aufgabe. Das machen wir jetzt als erstes. Wir sollen ja noch 3 Verträge annehmen, ne? Also geplante Dinger. Habe ich ganz vergessen. So, und die Luftfracht selber, ne? Jetzt haben wir gerade die Hälfte geschafft, seitdem ich mich das letzte Mal habe beliefern lassen. Ah, da ist wieder einer. Also, sehen wir mal. Wir würden hier insgesamt 14 Passagiere abfertigen. 6 Mahlzeiten wären erforderlich und würden dafür 2209 kriegen. Ne? Aber das Ding ist, die kommen noch relativ selten. Diese Flieger. Na, der hier lohnt sich so gut wie gar nicht. Flugplanung. Na endlich. So, solltest du dir ein Beispiel annehmen. So, und Flugzeuge planmäßig landen und starten lassen. Wickle 5 Vertragsflüge ab. Das wiederum bedeutet, dass wir jetzt tatsächlich Vertragsflüge annehmen könnten. Jetzt machen wir den Terbelag als nächstes Mal. So. Und dann ist doch jetzt die Frage, wo kriegen wir denn jetzt diese Vertragsflüge her? Läuft das hier unter Cargo-Verwaltung? Neuer Vertrag. Aha. Oder gilt das nur für Passagierflugzeuge? Ja, weiß ich gerade nicht. Weiß ich gerade nicht, wo ich das denn... Ach da, Flugplanfenster. Ah, gucke mal. Jetzt haben wir so ein Ding hier. Weiß gar nicht, ob wir das davor auch schon hatten. Auf jeden Fall kann man jetzt hier mal sortieren. Letzter Tagesbericht. Planmäßige Flüge. Wir sind schon beim Abend angekommen. Wäre auch ganz nice, wenn man hier einfach mal die Dinger noch hin und her schieben könnte. Weißt du, dass das dann... Ja, die Übersicht habe ich auch noch nicht gesehen. Auf jeden Fall kann man hier wohl eine ganze Menge planen. Also mit rechts reinklicken, da passiert auch schon mal nichts. Gasflüge. Vorfeld nur für planmäßige Flüge freigeben. Mhm. Und das sind Bedarfsflüge. Okay. Ja, Bedarfsflüge sind ja jetzt diejenigen, die ja, bei Bedarf passieren. Das heißt, nicht geplant. Ne? Die sagen, okay, ich habe jetzt einen Bedarf, der ist gerade da und deswegen möchte ich da jetzt landen. Und ich könnte jetzt natürlich noch welche bauen, die ja, planmäßig laufen. Aber da müssen wir mal gucken, wie wir das denn am besten machen. Zu planen. Noch ist nicht zu planen. Vielleicht am nächsten Tag. Keine Ahnung. Flugservices, Fluglogos. Nee. Boah, mal gucken. Mal gucken. Gibt es hier noch was? Flugplan, Vertragsfenster. Ah, gucke mal, da haben wir das Ding noch. So, Sabena, inländisch. Was können die, was wollen die?
Airline contracts are divided by tiers, and each of these tiers requires to have all previous contracts to be signed, and every next one requires more and more of workflow. Okidoki. Ja, das schauen wir uns beim nächsten Mal an, denn die 20 Minuten sind schon wieder rum. Also, wir gehen in die Vertragsverhandlung und gucken mal, dass wir planmäßige Flüge hinkriegen. Denkt dran, wenn es euch gefallen hat, Daumen da lassen, gerne nach oben, natürlich eure Kommentare. Gerne aber, falls ihr keins habt, kommt auf den Discord-Server, Twitter, Instagram, kommt einfach dazu, überall einfach auf Subscribe drücken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn ihr wollt. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, ciao, ciao und bye, bye.